Ja, herzlich willkommen bei Summit TV. Da sind wir wieder. Der ärgste Winterstress ist fürs Erste vorbei. Jetzt wird es wieder Zeit, sich zu den Weinen hinzuzuwidmen. Und ja, wir fangen gleich im heutigen Jahr mit einem Weingut an, was eigentlich recht neu ist. Und zwar ist das Revendo Estates aus Südafrika. Ein Weingut in österreichischer Hand. Und zwar im Jahre ca. 2008 wurden die ersten Rebstöcke angepflanzt. Aktuell sind ca. 19 Hektar insgesamt. Ja, angepflanzt wurden Sauvignon Blanc und Shiraz, und das Ganze ist in Bad River Valley im Schatten vom Kogelberg. Eigentlich ein recht kühles Klima, so wie sie selber sagen, die Inhaber. Die Inhaber wären Heimo und Maria Thalhammer, dessen Urgroßvater hat schon Wein angebaut, und zwar in der Steiermark, im Süden der Steiermark oder beziehungsweise im heutigen Slowenien. Das war noch zu Zeiten der österreich-ungarischen Monarchie. Danach ist dieser Weinbau eher ein bisschen abgekommen in der Familie, und im Jahr 2007, 2008, wo nachher Heim und Maria Thalhammer darunter geflogen sind, sich das angeschaut hat im Zuge einer Reise, und sie sich auch in dieses Stückchen Erde so verliebt, dass sie gesagt haben, da machen wir jetzt Wein, lassen wir uns nieder. Und sie machen nicht nur Wein, sie haben auch ein sehr schönes Bistro noch dazu angeschlossen. Ca. 70 Sitzplätze, davon ist rund 30 Sitzplätze im Freien und 40 im Inneren. Das sind wirklich spannende Menüs, kann man auf der Webseite auch nachschauen. Und bei einer Südafrika-Reise würde ich dieses Weingut echt empfehlen. Ich schaue es mir selbstverständlich selber auch gerne an. Und ja, wie gesagt, sie haben zwei Weißweine, zwei Weine überhaupt, einen Weißwein, einen Rotwein, Sauvignon Blanc und Shiraz. 2008 ist das Ganze angepflanzt worden, und die erste Lese war im Jahr 2011. Das heißt, es ist eigentlich wirklich noch recht jung. Bis jetzt ist eigentlich nur der Sauvignon Blanc bei uns erhältlich. Sie haben auch einen Rosé gehabt, aber den haben sie im Bistro verkauft. Da ist einfach so viel, und der ist so gut gegangen, dass einfach nichts mehr übrig geblieben ist für Export. Und der Shiraz soll nachher im März 2013 auf unsere Märkte kommen in Österreich und in Deutschland. Sein Bruder, der Hans-Jürgen, war da, hat mir den Sauvignon Blanc vorbeigebracht und hat gefragt, was ich davon halte, ob ich den nicht einmal verkosten möchte. Natürlich gerne. Und zwar allein aus dem Grund, ein bisschen Patriotismus ist natürlich auch dabei, wenn die Österreicher unten sind, in Südafrika und Weine machen, dann möchte man schon wissen, was ist das Ergebnis. Und speziell, wenn man so ein junges Weingut hat mit frischen Weingärten, wie entwickelt sich das Ganze, wie schaut das jetzt aus? Und das ist natürlich auch spannend, die Entwicklung des Weingutes mitzuerleben, weil natürlich die Erfahrung wächst, die Rebstärke werden älter, und dadurch verändert sich auch wieder zu einem sehr großen Teil das Gesamterscheinungsbild des Weines. Ich habe da eben den Sauvignon Blanc heute für euch. Und von optischen her ist er eigentlich sehr zartes Strohgelb. Hat ein paar grüne Reflexe, ist mittlere Viskosität, würde ich sagen, klare Blasenbildung, also ist wirklich noch sehr, sehr jung. Und ja, in der Nase ist ein bisschen grasig noch, ein bisschen frisch, fruchtig, exotische Frucht, Mango, Maracuja, Grapefruit. Es sind aber auch ein bisschen Erdbeer ist dabei, ein bisschen Riebissel. Schöne Harmonie eigentlich in der Nase, aber sehr, sehr fruchtig, sehr frisch fruchtig, vor allem erinnert in der Nase speziell an Sommerweine, was man gerne an Seen genießt oder an heißen Abend da draußen auf der Terrasse. Am Gaumen ist noch sehr, sehr säurebetont. Es liegt einfach noch auch an den Rebstöcken, unter anderem auch dadurch, dass die Weingärten noch nicht so alt sind, ist die Säure gleich ein bisschen mehr. Aber trotzdem ist er schon sehr fruchtig. Schöne Fruchtstruktur, die Frucht kommt schön raus. Wir haben im Vordergrund ein bisschen Grapefruit, Mango, Maracuja. Im Nachhinein kommt ein bisschen ganz dezent Melonen, die Wassermelonen. Erdbeer ist auch ganz dezent noch da. Auf der anderen Seite, der Wein ist sehr, sehr leicht, hat einen mittleren Körper, mittlerer Abgang, aber angenehm zu trinken. Schön flüssig und macht eigentlich Spaß, animiert. Ich kann mir den Wein aktuell, wie er ist, sehr gut als Aperitif vorstellen. Würde sehr gut passen. Ansonsten bei Speisen aufgrund der Säure ein bisschen schwieriger. Würde
Ich würde eher davon abraten, den jetzt schon zu speisen, dazu zu verwenden. Und wenn er zu leichten Salat vorspeisen, kann man das sehr gut vorstellen. Passt ganz gut dazu. Und ja, aber an sich im Großen und Ganzen ist der Wein wirklich interessant. Und da werden wir eigentlich ein bisschen neugierig, was kommt da noch. Und ich freue mich jetzt schon auf den Chiran. Den darf ich dann auch verkosten. Und ja, bin echt gespannt, wie der ist. Aber dieser Wein ist sehr, sehr fruchtig, sehr angenehm, mild, leicht zu trinken. Und ich kann ihn nur wärmstens empfehlen. Ja, das war es eigentlich noch Asche wieder. Und ja, den Shiraz kriegen wir noch. Natürlich werden wir da auch vorstellen, weil ihr euch präsentiert und nicht vorenthalten. Ich bedanke mich, dass ihr wieder dabei wart. Und ja, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.